Das Video von Alpha Kevin ist ja auch schon wieder mega lange her. Das war einfach vor 10 Monaten. Und ich muss halt sagen, auch genau wegen sowas feiere ich halt irgendwie auch YouTube und ja, auch so das Internet einfach, ne? Weil damals, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wo ich so Alpha Kevin so das erste Mal so mitbekommen habe, das war ja auch zu der Zeit. Das war ja auch zu der Zeit, wo ich Firegon und so kennengelernt habe. Und ich habe die Videos halt nicht so gefeiert, weil das halt irgendwie, es ging ja die ganze Zeit gegen irgendwelche Fortnite-YouTuber und so. Und dann halt auch noch Gameplay und so weiter im Hintergrund. Und Alpha Kevin hat man dann halt, ja, was heißt nie so wirklich wahrgenommen, ne? Aber habe ich halt nicht so gefeiert auf jeden Fall. Und jetzt gucke ich seine Videos relativ gerne. Und wir sind eigentlich sogar ziemlich cool miteinander, ne? Ich glaube, wir haben uns jetzt auch schon 2 oder 3 Mal gesehen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, zweimal. Er war zweimal bei uns. Und waren auch mega geile Tage auf jeden Fall, hatte ich Bock gemacht so. Finde ich eigentlich krass, ne, dass so dem, mit dem du mal gar nichts zu tun hattest in der Meinungsblogger-Szene, mit dem bist du dann auf einmal cool. Das ist auf jeden Wieder Fall sehr, auf sehr meinem nice. Kanal Alpha Kevin. Heute geht es mal wieder um Die ein ganz Qualität hat besonderes sich Thema, und aber zwar um die Kritik von verbessert, ey. KuchenTV an meine Videos. Ich werde jetzt einfach mal darauf reagieren und einfach mal schauen, was er so zu sagen hat. Denn es gibt einen Stream-Ausschnitt, wo jemand hochgeladen hat, dass er etwas zu meinen Videos gesagt hat. Dieser Ja, Kanal das heißt mit kurz Barbara gefasst, der habe ich Link dazu ist auch mitbekommen. nochmal in der Beschreibung. Und ja, dort werde ich auf gewisse Punkte eingehen, was KuchenTV zu mir gesagt hat. Und darauf werden wir jetzt einfach mal ein bisschen reagieren, beziehungsweise werde ich mal meine Meinung dazu sagen. Also ich finde den Schnitt wirklich sehr geil gemacht von Alpha Kevin. Also da kann man ihm wirklich einfach nur ja, Props geben dafür, muss man schon sagen. Wirklich mega, mega geil gemacht. So, ich fühle mich wirklich auch, man merkt einfach, er hat wirklich Arbeit reingesteckt, er wollte seine Seele da reinstecken. So. Bewertungsverhaltens. Okay, also für die Leute, die es jetzt wahrscheinlich nicht verstehen, das Ganze hat er höchstwahrscheinlich ironisch gemeint bei dem, was er dann zum Schluss noch sagt, weil er persönlich hasst es, wenn Gameplay-Hintergrund-Videos am Laufen sind. Und ja, das Ganze werden wir uns gleich noch anschauen und darauf werde ich auch noch eingehen. Und auch etwas verändern kann. Ja, ich finde es übrigens auch mega feierbar, dass es das ganze Video jetzt eigentlich darum geht, was für einen Schnitt man hat. Und Alpha Kevin das halt voll, ja, gut redet, sage ich mal, mit Gameplay im Hintergrund und heute selber sagt, dass es Kacke ist. So, Also was das mich ist, bei Alpha Kevin ja. aufregt, mega oft ist das bei ihm so, dass er quasi einen Halbsatz sagt und dann am Ende des Satzes nochmal das gleiche Wort kommt. Also jetzt, dass er was verändern kann und also er hat zweimal kann gesagt. So, ne? Also da solltest du halt auf jeden Fall dran arbeiten. Das passiert mir beim Skriptschreiben auch mega oft, ne? Wenn du so einen Ja, die Satz Facecam ist schreibst jetzt genau irgendwie. halt über mir, Ja, also was aber sie jetzt hier ich gesagt denke, hat, da kann schon kann man passieren. Also überleben. dieses kann, wenn das doppelt kommt, ist auf jeden Fall ein Fehler von mir gewesen. Finde ich auch persönlich manchmal sehr nervig. Ich muss allerdings sagen, dass es mir wirklich fast nie passiert, dass ich das sage. Also er Ja, hat ja, ja, wahrscheinlich noch ja, nie ja. so Ihm richtig passiert das Videos nicht von mir wieder. Ja, angeschaut und aber wenn dann guck mal, halt. das zum Beispiel ist aber auch. Also, ich finde, das ist jetzt so ein kleiner Nebensatz gewesen, irgendwie in dieser Reaction, sage ich mal, die ich gemacht habe, dass ich gar nicht, also da schon damals nicht verstanden habe, warum Alpha Kevin darauf eingegangen ist. Weil das jetzt nicht so wichtig ist, Auch sage nur ich mal mal. ganz kurz, weil die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich das jetzt nicht so oft sage. Also jetzt so Wortwiederholungen, da achte ich schon recht häufig drauf. Manchmal beginnt nun mal ein Satz öfter gleich, aber ich muss auch sagen, dass dieses kann, das ist halt wirklich in diesem Video einmal passiert und das war es jetzt eigentlich auch. Weihnachten auch immer in der Kirche so. Und er wiederholt sich auch 3, 4, 5, 6 Mal und das ist wirklich langweilig so. Also das muss einem doch auffallen. Und wenn man nichts mehr zu sagen hat, dann lass es doch so. Ne? Und gerade wenn ich sehe, dass das Video 10 Minuten 4 geht, also das ist halt sowas von krass gestreckt, das glaubt man ja gar nicht. Ja. Okay, er sagt jetzt, dass das Video extrem krass gestreckt ist. Allerdings habe ich mich nur noch mal wiederholt, weil das Ganze ein Fazit gewesen ist. Also ich habe ja auch noch mal extra gesagt, guck, das ist jetzt mein Fazit. Und dann habe ich noch mal alle Punkte aufgezählt. Ist ja klar, dass man sich dann wiederholt, wenn man die ganzen Punkte noch mal aufzählt. Das mache ich Oh übrigens ja, fast Alpha jedem Kevins Pullover. Meinungsblog. Ja, ist halt, das ist glaube ich sogar sein Merch gewesen, ne? Ist eigentlich echt ganz Wenn ich geil ein so. Video mache Weiß gar und nicht, gibt's Kritik das noch? äußere, dann mache ich noch mal ein Fazit, was sind die positiven, was sind die negativen Punkte, damit man das noch mal kurz zusammenstellt. Und ich glaube, das hat KuchenTV hier nicht wirklich beachtet. Er hat gedacht, ich wiederhole mich jetzt einfach nochmal bewusst, damit ich ja auf die 10 Minuten komme. Es stimmt schon, das Video ist dann hinten raus vielleicht ein bisschen gestreckt gewesen, weil ich noch ein bisschen Werbung gemacht habe. Aber wenn man bei 9 Minuten ungefähr ist, dann finde ich persönlich, kann man das Ganze auch noch ein bisschen mit Werbung füllen. Also je nachdem, wie das passt und wie das reinkommt. Also man kann jetzt hier gespannt. Ah, Digga, bei Firegon hat er das natürlich irgendwo kritisiert, Meiner ne? Meinung sein, ob Das das muss Video man halt extrem einfach krass mal gestreckt ist oder sagen, ey. nicht, das müsst ihr natürlich immer für euch entscheiden. Aber zu dem Thema, ich wiederhole mich sehr oft, muss ich sagen, Wann es ist halt ein Subserver und wie Fazit kommt man drauf? gewesen. Ja, jetzt Keine gleich, Ahnung, ne? ob Bei das jetzt Mimsa wirklich. ist ja da. Ja, also ich bin jetzt gerade in so einer WhatsApp-Gruppe mit den Leuten. Da macht auch jemand den Server. Und der funktioniert jetzt soweit auf jeden Fall gerade. Jetzt ist nur die Frage, ist halt schon unsere richtige Map drauf? Wenn nicht, dann macht die mal drauf, weil ich schätze mal so ein, zwei Videos, dann legen wir auf jeden Fall los, weil ich wollte halt auch nicht so spät aufhören. Muss auch ein bisschen was machen. J32 Leonard, Dankeschön, dass du Wie so Homeini angekommen einen ist Sub bei geschenkt hast. Das KuchenTV. konnte man jetzt doch Zwar einfach seinem mal kurz Idol sagen. oder seinem Ich habe es vergessen, Vorschau-Digger dass ich und gerade auf diesen diesen Schnitt, Schnitt, ne, ohne Witz. Also ich habe keine Ahnung. heute Na, wie eigentlich. gesagt, diesen Schnitt, da wollte ich noch was zu sagen. Digga, Digga, die richtige Map ist drauf, aber warum denn? Weil die haben jetzt den ganzen Tag gespielt. also finde ich.
richtig kacke, um ehrlich zu sein. So, dieser Schnitt geht mir ehrlich gesagt so richtig auf den Sack. So, ich meine, ich finde es ehrlich gesagt, also man muss ja nicht mal irgendwelche Bilder oder sowas nehmen. Ne? Ich kann voll komplett, ja, wie sick ist meine Frisur komplett gewesen. Verstehen. Wenn man jetzt sieht, sagt, ja komplett schrecklich diese Bilder finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Irgendwie, ich feiere es so ein bisschen, aber es liegt halt scheiße. Ist irgendwie halt absolut in Ordnung so, ne? Es ist auch in Ordnung. Aber ich finde, der Schnitt hier zum Beispiel, der ist halt in Ordnung so und langweilig. Ist auch in Ordnung. Also guck mal, der nimmt halt dauernd das genau gleiche Gameplay. Also das fuckt mich schon mega ab, weil du hast dich daran halt einfach satt gesehen, wenn da 4-5 Mal genau das gleiche ist. Dann hast du zwar ein paar Bilder drin, so, aber also wirklich Arbeit ist das halt nicht, wenn du pro Minute 4 Bilder oder sowas reinmachst. Also das ist, da finde ich halt wirklich kacke so. Das ist ja bei Fire. Einfach Kevin, richtig angepisst. So, Digga, du kleiner Go, genau, Alter. Genau, so, dass der halt wirklich so gar keine Go Mühe mehr in den Schnitt steckt. Was soll das denn jetzt von dir? Und dass er quasi auch nur noch Gameplay fast eingeblendet hat. Und das finde ich halt wirklich lame, um ehrlich zu sein, so, ne, muss ich echt sagen. Und das ist halt einfach hingeschissen, so, das kann man halt nicht anders sagen. Also da hat sich wirklich jemand überhaupt gar keine Mühe gegeben. Und das finde ich ist halt auch immer doof, so, ne, es muss jetzt kein Blockbuster oder sowas sein. Einfach Kevin weint gleich, wie ihr oben in der Facecam sehen könnt. Aber ich finde halt trotzdem, dass man da schon eine gewisse Mühe einfach reinstecken kann. Ja, einfach an sich so. Ne, ich finde, das macht halt einfach was her und zeigt halt auch, dass man sich halt so ein bisschen Mühe gibt. So, okay, ihr habt jetzt also die Meinung zu KuchenTV gehört. Der hat sich ja auch schon öfter mal negativ geäußert zu den Videos, die wir gemacht haben oder die wir machen, gerade was Fire Gordon und mich anbelangt. Und natürlich stehen wir dann jedes Mal in der Kritik, also in fast jedem Stream sagt er dann, ja, diese Gameplays sind absolut scheiße und diese Videos beinhalten keine Arbeit und so weiter und so fort. Was er vielleicht nicht weiß, ist, dass die meisten Leute wirklich diese Gameplays sehen wollen. Das Lustige ist eigentlich an der ganzen Situation, und ich war das letzte Mal auch bei KuchenTV mit dem Livestream, oh, dabei. Da hat er das gesagt, beziehungsweise hat er irgendwie auf Unge reagiert oder keine Ahnung, irgendwas war da zumindest. Und da hat Unge die Kritik geäußert, dass doch von KuchenTV die Videos langweilig sind, weil diese Stock-Videos, die er jedes Mal einblendet, auch absolut belanglos sind. Und das kann man ja auch zu ihm projizieren beispielsweise. Dokumentation und auch viele seiner Videos immer noch mega gut. Also warte, jetzt habe ich nicht zugehört, weil ich hier gerade Leute wirklich diese Gameplays sehen wollen. Das Lustige ist eigentlich an der ganzen Situation, und ich war das letzte Mal auch bei KuchenTV mit dem Livestream dabei, da hat er das gesagt, beziehungsweise hat er irgendwie auf Unge reagiert oder keine Ahnung, irgendwas war da zumindest. Und da hat Unge die Kritik geäußert, dass doch von KuchenTV die Videos langweilig sind, weil diese Stock-Videos, die er jedes Mal einblendet, auch absolut belanglos sind. Und das kann man ja auch zu ihm projizieren beispielsweise. Ja, also ich muss halt sagen, was mich halt gerade bei Alpha Kevin damals halt so ein bisschen aufgeregt hat, war halt nicht mal unbedingt nur die Tatsache, dass er halt Gameplay reingemacht hat, sondern dass er wirklich das gleiche Gameplay 4-mal hintereinander eingeblendet worden ist. Also halt 4-mal genau das gleiche. So, und da stelle ich mir da halt irgendwo die Frage, also, du kannst doch halt auch 2 Runden mehr spielen und dann hast du halt ein Game quasi, eine richtige Aufnahme, die du halt reinmachst und nicht, dass du das die ganze Zeit loopen musst, weil das ist halt wirklich ultra langweilig und das verstehe ich auch bis heute halt immer noch nicht. Und ja, wie gesagt, das Video ist übrigens, das ist glaube ich sogar Rico geschnitten, das war so schlecht gemacht, Alter, muss man einfach mal sagen. Habe ich wirklich überhaupt nicht gefeiert und ja, genau, das Ding ist einfach, ja, dass ich halt auch selber zugeben muss, mein Schnitt hat mir auch schon seit einem Jahr oder so nicht mehr gefallen oder seit 2 Jahren eigentlich schon und ich habe ja auch immer die ganze Zeit versucht, was man halt ändern kann, ich habe ja auch nicht wirklich was gefunden und ja, lustig eigentlich, dass ich und Alpha Kevin jetzt beide Videos vor der Kamera machen, so, weißt du, so schließt sich der Kreis dann halt. Ist immer noch mega gut. Aber die Argumentation ist doch das Wichtigste an einem Meinungsvideo, weil ob jetzt da solche Bilder eingeblendet werden oder ob jetzt Gameplay wieder läuft, wen juckt das? Also ich habe lieber Gameplay zum Sehen, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn KuchenTV, auch wenn es ein Spiel ist, was mich interessiert, weil ich weiß, dass KuchenTV zum Beispiel auch League of Legends spielt oder gespielt hat, wenn KuchenTV League of Legends im Hintergrund laufen lassen würde, würde natürlich nicht zu ihm passen, weil sein Kanal ist nicht mehr so aufgebaut und so, aber wenn er im Hintergrund irgendwelche Gameplays laufen lassen würde, würde ich mir das persönlich lieber angucken, als mit so irgendwelchen Stockfotos, die mir absolut nichts bringen, irgendwelche Leute zum 10. Mal einblenden, die so da vor der vom Foto stehen. Keine Ahnung, aber okay. Es müssen ja nicht mal. Ich finde es schade, dass KuchenTV so als Fakt hinstellt, so, ja, seine Qualität ist zurückgegangen, weil er jetzt Gameplay mit unten laufen hat. Also. Ja, ich habe gesagt, es kommt mir so vor, Junge. Also da muss man schon mal er richtig sagen zuhören. Können, Jungs, mein Geschmack ist mir nicht gefällt es so, aber so wirkt das echt so, als hätte. Keine Ahnung. Also jeder hat seinen eigenen Stil. Und ich finde Gameplay finde ich absolut legitim. Das passt halt einfach so überhaupt. Ja, wie gesagt, also das ist halt ja eine Geschmackssache. Ne? Ich habe ja gerade schon dazu was. Irgendwas wollte ich noch sagen, ich habe es vergessen. Aber. Ja, es müssen ja nicht mal. Ah ja, wegen der Argumentation. Ja, also mir ist schon klar, dass das halt am wichtigsten ist so.
Da sage ich auch gar nichts gegen. Ich finde halt einfach trotzdem, dass es halt, es ist einfach so vom Kanal her, ist es einfach so ein Rückschluss. Mich persönlich interessiert der Schnitt jetzt auch nicht so. Ich nehme mir die Kritik natürlich an. Ich sag auch selber, dass diese Gameplays nicht wirklich sehr aufwendig sind und nicht mega geil sind. Finde ich wirklich auch ganz ehrlich. Deswegen habe ich ja auch manchmal solche Videos, wie ich es jetzt mache, reingebaut und mache natürlich auch noch. Ja, also wie gesagt, also ich kann das ja auch immer noch sagen. Also natürlich ist es halt, WhatsApp Web. Natürlich muss es halt jeder für sich selber wissen, ob er halt Gameplays im Hintergrund irgendwie gut findet oder halt nicht. Also ich habe das ja auch mal ein, zwei Videos gemacht und das habe ich halt tatsächlich auch nur gemacht, weil es halt schnell gehen musste, lustigerweise so. Hab mich da jetzt, ne, das hat, es hat trotzdem ein bisschen länger gedauert so. Also gut, das hat eigentlich nur länger gedauert, weil Gina die ganze Zeit Druck gemacht, weil wir irgendwo hin mussten. Dann so, nein, wir müssen jetzt aber los, ist mir egal, ob du damit Geld verdienst. Ja, ne, aber dann rumheulen, wenn wir auf der Straße sitzen so. Genau, und deswegen, also es ist halt einfach so, dass ich das halt damals schon auf jeden Fall nicht so cool fand, vor allem wenn dann halt genau das gleiche Gameplay eingeblendet wird. Ich meine, meine Videos, wie gesagt, ich finde die auch echt kacke, so muss ich einfach mal sagen. Also mir gefällt das halt auch nicht mit, Bild am Hintergrund, aber wenn man halt nicht weiß, was man sonst machen soll. Ja, es ist halt bitter, ne? Also ich glaube, hätte ich von Anfang an die Videos irgendwie vor der Kamera gemacht, wäre das auf jeden Fall besser gewesen, glaube ich, so grundsätzlich auch für meinen Kanal. Weil es halt einfach besser rüberkommt, so, ne, aber naja. Auch andere Comedy-Videos und keine Ahnung was, das hat er wahrscheinlich noch nie gesehen bei mir. Aber ich finde es auf jeden Fall lustig, dass sich die ganze Zeit kritisch geäußert wird und dann selber wird zum Beispiel in KuchenTV kritisiert wegen seinen Stock-Videos und dann sagt er, naja, das ist natürlich Ansichtssache und so weiter und so fort. Natürlich ist das Ansichtssache, aber ich verstehe nicht, warum er jedes Mal das Ganze kritisiert bzw. hatet, sage ich mal, gerade in Richtung von Firegoten hat er ja schon öfter mal die Kritik geäußert, dass diese Videos einfach nur langweilig sind, dass diese Gameplay... Naja, wenn wir die Videos halt gucken, dann kritisiere ich das halt, wenn mir das wieder vor die Augen kommt. Scheiße sind und keine Ahnung was. Allerdings ist es natürlich so, dass die meisten das ja sehen wollen. Ich habe sogar einen Community-Beitrag gemacht, was wer am meisten sehen möchte. Und da wurde gesagt, dass diese Gameplay-Videos mit Bilder einfügen 100-mal, 1000-mal, 3000-mal besser angeschaut werden, als diese Videos vor der Kamera oder auch mit den Bildern einblenden. Also ich weiß nicht, auf was KuchenTV da hinaus will. Natürlich kann er dort seine Ansicht sagen, aber er sagt sie halt wirklich immer und immer wieder. Und denkst du, wir verändern jetzt unbedingt was, wenn unsere Community das absolut nicht sehen will? Wir können ja jetzt... Tja... Er hat's verändert, ne? Muss man ja einfach mal sagen. Also jetzt zeigt er sich ja immer vor der Kamera. Feier ich. Einfach mal ganz kurz drauf schauen, was eigentlich so Phase ist, beziehungsweise was eigentlich so abgestimmt wurde. Und zwar habe ich geschrieben, welchen Videostil findet ihr am besten? Vor der Kamera reden 17%. Mache ich jetzt gerade eben, finde ich auch ganz cool. Gameplay einfügen plus Bilder 73%. Das ist ein riesiges Übergewicht im Gegensatz zu Bilder bewegen 10%. Und letztendlich ist dieses Bilder bewegen mit den 10% genauso wie wenn du ein Foto einfügst und dann wieder weiter ranzoomst aufs nächste Foto und so weiter und so fort. Letztendlich nimmt sich das nicht viel. Und von daher kannst du bei Gameplay einfügen wenigstens noch ein Gameplay im Hintergrund sehen, was du vielleicht noch so verfolgst oder was dich irgendwie mitnimmt. Geht, dann hattest du noch in deinem Livestream gesagt, wie würdet ihr das finden, wenn ich ein Gameplay in meinen Videos einfügen würde? Und wirklich, das ist kein Scheiß. Richtig viele haben gesagt, ja, mach das bitte. Gameplay einfügen, bitte Gameplay einfügen. Einige haben gesagt, nicht Gameplay einfügen, weil die ja gerade die Kritik gehört haben, dass du das irgendwie kacke findest. Aber ich finde das ja... Also keine Ahnung, es ist halt so, es ist natürlich vielleicht an sich spannender, wenn man irgendwie Gameplay im Hintergrund hat, aber... Ich weiß nicht, ich persönlich muss halt einfach, ich fühle das einfach nicht so. Ich fühle einfach kein Gameplay im Hintergrund so. Vor allem, wie gesagt, es gibt ja sogar Leute, die das bestimmt auch gut einsetzen. Aber ich finde auch gerade sowas wie zum Beispiel dieses komische LKW-Springspiel, was er da gespielt hat, wo dann viermal ja auch die gleiche Aufnahme kommt, finde ich zum Beispiel einfach qualitativ, fand ich das einfach echt kacke so. Und da muss ich das auch einfach ansprechen so, ne? Und zum Beispiel bei Firegoon ist es ja auch so, ich meine, da steht halt irgendein 19-Jähriger, der erzählt ja was von Artikel 13, während Mario Kart im Hintergrund läuft. Sowas, das passt halt einfach nicht so. So, ne? Und ich meine, das Ding ist, dass diese ganzen Gameplays, die ja gezeigt worden sind, ja nicht mehr wirklich irgendwie Action haben oder so. Weißt du, wenn die jetzt so ein richtig geiles Game zeigen oder so, wo halt die ganze Zeit irgendwas richtig abgeht, könnte man vielleicht sogar noch darüber reden, aber ich finde die Gameplays, die gezeigt haben, finde ich halt wirklich immer, sehr, sehr einschläfernd, so. Genau, ja. Und deswegen, ne, das ist halt dann so meine... Dass wirklich ein riesiger Teil von der Community, auch von KuchenTV, Gameplays lieber mag, als diese sinnlosen Videos oder Bilder, die einfach so eingefügt werden. Ich persönlich sehe das auch so, dass natürlich viel, viel weniger Arbeit dann da drin steckt. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es einfach hingeschissene Scheiße ist, die hier fabriziert wurde. Denn wir stecken schon recht viel Arbeit in unsere Videos. Ich meine, wir schneiden unsere Videos selber. Das machst du ja zum Beispiel nicht. Das ist jetzt auch kein Front an dich oder so. Das darfst du ja und das ist ja auch alles kein Problem. Aber ich sehe das mal so, wenn du sagst, wir stecken keine Arbeit
Arbeit in unsere Videos und dann die Videos, die man selber eigentlich macht, von anderen produzieren lassen, dann finde ich das schon ziemlich doppelmoralisch. Aber du kannst natürlich trotzdem deine Kritik äußern. Ich persönlich finde... Naja, aber ich sag mal, irgendwer steckt halt trotzdem Arbeit in meine Videos, so, ne? Das bin dann vielleicht nicht ich, aber halt wer anders so. Und ich sag mal, ja, bei mir ist es halt so gewesen, ich hatte die Cutter halt einfach wirklich nur, weil dieses dauernd Bilder aneinander rein, es macht einfach keinen Spaß so. Es hat wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht. Es war einfach nur ermüdend, langweilig. Und ich bin echt froh, dass das ein Ende hat. Also jetzt, wo ich so vor der Kamera bin, das finde ich ja wirklich tausendmal angenehmer. Ne, seitdem schneide ich das ja auch wieder selber so. Und ja, deswegen geht das halt auf jeden Fall. Und genau, was wollte ich sagen? Genau, man kann es doch aber auch sehen, dass da halt wenig Arbeit reingesteckt worden ist. Also wenn du halt viermal das gleiche Gameplay hinmachst, dann dauert das, den Hintergrund zu machen, schon mal 10 Sekunden oder so. Und dann, wenn du 30 Sekunden vier Bilder einfügst, ja, das dauert dann halt vielleicht 20 Minuten oder so, das halt fertig zu machen. Also ich meine, man kann das ja eigentlich sehen, wie viel Arbeit man da reingesteckt hat. Das ist ein bisschen schade, dass du so negativ an die Also das ist natürlich halt nur der Schnitt, ne? Das muss man ja dazu sagen. Es gibt ja auch immer noch die Videoproduktion an sich, ne? Skript schreiben, aufnehmen und so weiter, das kostet ja auch nochmal Zeit. Sache immer herangehst, gerade was das Gameplay einfügen angeht, ich meine, das ist jetzt kein großes Thema und ich finde persönlich auch, dass es jetzt nicht wirklich schlimm ist, wenn halt sowas läuft. Und ich meine, es ist immer so, dass man sich an die Community orientiert und nur weil jetzt einer sagt, mach keine Gameplays mehr, dann wäre ich trotzdem meine Gameplays weiterhin machen, weil wie du siehst, sind 73% allein für Gameplay plus Bilder einfügen und ich denke, das sollte einiges schon sagen. In diesem Sinne soll es das auch schon gewesen sein. Ich bin jetzt erstmal raus mit dem ganzen Thema. Tja, was soll man sagen, Alter? Habe ich dazu eigentlich was geschrieben? Nee, ich gebe dir da recht. Ich spiele die Gameplays mittlerweile selbst. Er hat sogar mal Gameplays genutzt, die er nicht mal selber gespielt hat. Wow. Ja, keine Ahnung. Ja. Naja, beide machen es nicht mehr. Doch, Firegood macht es noch, glaube ich, oder? Ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Also wie gesagt, ich bin ja mit Alpha Kevin jetzt auch cool. Ich meine, ich feiere Gameplay im Hintergrund halt immer noch nicht. Wobei, ich würde sogar nicht sagen, dass ich das gar nicht feiere, sondern ich finde, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie man das halt umsetzt, sage ich einfach mal so. Weil wenn du so ein richtig geiles Gameplay hast und das unterstützt vielleicht sogar noch so das, was du sagst, durch ein paar Schnitte oder sowas, kann das ja ganz cool sein. Aber ich finde, so wie es halt, wie die das damals gemacht haben, war das halt irgendwie kein Aufwand, fand ich. Und klar, Videos müssen qualitativ nicht immer krass sein. Ich finde meine Videos jetzt auch besser als mit den Bildern, obwohl das mit den Bildern 10-mal so lange gedauert hat. Aber es sah einfach langweilig aus, wenn du dann 5-mal genau den gleichen Run irgendwie siehst, finde ich zumindest. Kann mir wer erklären, was zwischen Tim und Alpha Kevin passiert ist? Digga, das war vor 9 Monaten. Also wir sind jetzt mega cool miteinander. Können auch gerne wieder irgendwas machen, wenn dein Kanal läuft. Und dann gucken wir einfach mal.